Hallo meine lieben Raiders da draußen. Weiter geht's mit den Punkteangriffen zu Rise of the Tomb Raider. Ja, und ich habe mir schon in die besten Listen den Level rausgesucht. Das ist der Exorzismuskammer. Gott, oh Gott, Exorzismuskammer. So. Und ich habe jetzt den dritten hier in der Liste mir rausgesucht. Da ist zwar die Karte Halt dabei, aber dieser Level oder dieses Kapitel, also ja, dieser Level ist einfach nur wieder ein Grab und da brauchen wir die Haltkarte nicht. Deswegen werde ich es jetzt einfach damit mal ausprobieren und ansonsten, die sind echt alle gut, alle so im Plus. Müsste eigentlich ziemlich einfach sein, diese Punkte zu erreichen. Soll Zeit von 5:30, also 5 Minuten 30. Ja, muss jeder selber wissen, ob er das erreichen möchte. Ist aber nicht wichtig, um hier das goldene Sternchen zu bekommen. Wenn ihr halt hier auch immer schön den Kombozähler nutzt oder halt zumindest alles einsammelt und so und auch mit den Karten und so, ja, bekommt man ja auch schon viele Punkte nochmal drauf. Genau. 5000 Punkte müssen wir hier erreichen auf jeden Fall. Ich denke, das ist relativ einfach machbar. Man sieht ja auch, wir haben einen Kartenbonus von 475 oder so, ne? Und ja. Nehmen wir erstmal das jetzt hier. Was ist denn das? Ja, genau, da war immer so ein Geheimnis. Das nehme ich mit. So, und jetzt müssen wir darüber schwimmen. Mist. Mist, das war nicht schnell genug. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich das mit. Lieber mit Feuerpfeilen machen. Gut, dass wir welche haben. So, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Das Rätsel ist hier echt ein bisschen gemein gemacht, aber wenn man das kennt, dann ist es nicht schlimm. Wir haben Exorzismen durchgeführt. Achso, ich habe ja keine anderen Pfeile. Dann nehme ich doch mal die. Hier ist auch noch eine Laterne. Ich sammle mal erstmal alle Punkte ein, weil ich nicht weiß, ob ich das nachher im Nachhinein noch wieder hinkriege hier. Achso, ich habe im letzten Video, habe ich glaube ich gar nicht gesagt, ne? Das war ja auch mein erster Durchgang im letzten Video. Und ist jetzt hier auch mein erster Durchgang. So, jetzt muss man hier ziehen, ne? Da einmal. Und da einmal. Damit das Wasser hier raus ist, ne? So, damit man den jetzt abmachen kann. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Achso, genau, jetzt müssen wir den drehen. Und jetzt habe ich auch meinen Kombozähler verloren, aber jetzt wollen wir eigentlich nur noch das Rätsel hier lösen. Ihr seht, ich habe auch schon fast 5000 Punkte. Gut, müsste hoch genug sein. Jetzt muss ich das nur noch einmal ziehen, genau. So. Sieht gut aus. Mal sehen, ob es klappt. Mein Zeitbonus verringert sich natürlich jetzt. Okay, ich bin lieber so ein bisschen in Sicherheit hier oben. Und gelöst. So schnell kann es gehen. Und ich glaube, ich kriege jetzt sogar noch den Zeitbonus hin hier. Zack. Sammeln wir noch ein. Das auch. Ach, schade. Aber das müsste eigentlich schon gelangt haben. Um auch hier den Stern zu bekommen. Ja, ich hätte hier schon fast
so 5000 Punkte bekommen. Jetzt habe ich halt schon viel mehr. Und da seht ihr mal, wie einfach das ist. Dank Hilfe der Karten. Super easy. Ja. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hilft dir und macht dir Mut, auch da ranzugehen, weil so schwer ist gar nicht. Im Endeffekt macht es sogar auch ein bisschen Spaß. Also, bis zum nächsten Video. Tschüssi.